Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Teil Let's Play Pokémon Pearl Edition. Jawohl, es geht weiter. Nach ein paar Tagen Pause geht's jetzt endlich wieder weiter. Wir machen uns heute... Oh, Tagebuch mal kurz lesen. Ausgangsort... 2 Blattdorf. Gemütlich zu Hause ausgeruht. Ja, danke. Wir machen uns halt auf den Weg zur ersten richtigen Stadt und hoffe ich mal, dass mein Pokémon schon soweit einigermaßen fit ist, dass wir den ersten Arenenkampf durchführen können. Tut mir leid, wenn das Spiel heute immer noch nicht ganz performmäßig perfekt läuft. Wir haben heute noch so den einen oder anderen Bug drin. Ich weiß auch nicht warum. Es läuft heute auf Format jetzt gerade kurz geändert hat. Aber ich hoffe, es hat euch jetzt nicht groß gestört und Fraps hat hier auch keinen großen Cut gemacht. Wir sind jetzt unterwegs auf der Route 202, die nach St. Geme führt, also nach unten wäre St. Geme. Ja, und wir treffen schon wieder auf Luis. Lucia, Entschuldigung. Nicht Luis, Lucia. Lucia, Entschuldigung. Oh, stimmt. Fabian, ich habe hier doch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange eins und du siehst genau zu. Einverstanden? Ja. Ich habe kein Problem damit, die Stelle schnell auf die Uhr. Wenn ihr euch das anguckt, wie man ein Pokémon fängt. Das glaube ich auch nicht. Die ganze Zeit dürfte mir das Ganze funktionieren. Ich drücke nichts. Das ist eine Routineerklärung. Heute läuft das Spiel vielleicht schon flüssiger, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Mit 50 FPS etwa, wenn ihr möchtet, kann ich die FPS mal einblenden lassen, damit ihr wisst, wovon ich immer rede. Ja. Format ist klar, der DS hat nochmal aufgebaut. Muss ich das vorlesen? Nee. Ihr könnt es selbst lesen, wenn ihr möchtet. Also versuche ich in den nächsten Tagen wieder auf die Reihe zu bekommen, so dass das wieder wie beim ersten Video aussieht. Ansonsten muss man halt wieder Einschränkungen, dass das Spiel manchmal etwas langsamer läuft, halt leben. Und sie hat einen Pokémon gefangen. Sie hatte echt Glück. Einfach nur können. Nicht Glück. Ja. Sorry, dass das Video immer noch nicht gekommen ist. Ich weiß, ich hatte es schon lange versprochen. Falls du zuguckst, Harry. Ich werde noch dran denken. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, weil ich jetzt einfach erstmal wieder ein Projekt brauchte, dass ich mal anfange. Wenn das jetzt dann einigermaßen vernünftig läuft, bin ja halt schon beim dritten, dann wird das hoffentlich irgendwann, spätestens wenn ich wieder Urlaub habe, mal fertig und dann kann ich das auch mal wieder hochladen. Ich hatte bisher keinen Urlaub, ich bin momentan als Praktikant in einem Autohaus als Fachkraft für Lagerlogistik im Einsatz, wo ich dort dann auch zum 1.9. meine Ausbildung anfange. So viel als Information, also. Das heißt, ich komme sowieso nicht mehr so viel zu Let's Play Videos. Wenn ich abends mal nicht komplett K.O. bin vom Reifenstapel, der Transport ins Reifenlager oder schwere Autoteile hier. Versteht, glaube ich, was ich meine. Transport, ja, dann
komme ich auf jeden Fall mal dazu und mache euch mal ein Let's Play jetzt, aber zurück zum Spiel. Kicher? Siehst du? Ist das nicht klasse? Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Zieh einem Pokémon so viel KP wie möglich ab. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit deiner Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Fabian, für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Pokébälle erhalten. Ja, Fabian verstaut Pokébälle in eine Pokébälle-Tasche. Ich spiele das Ganze wie immer am PC über den DS-Emulator, genannt DESMUME 0911. Das ist die Bezeichnung des aktuellen Modells. Ich hoffe, ihr habt die Meldung gerade nicht gesehen. Und die Meldung habt ihr hoffentlich auch nicht gesehen. Und sonst tut mir das leid, das hat sich jetzt nicht verhindern lassen. Der PC spackt gerade mal wieder anscheinend. Deswegen gehen auch gerade wieder die FPS runter. Oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt einfach weggedrückt. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis denen. Ja, was auch immer. Auf dem Weg werden wir hier wahrscheinlich noch einigen Pokémon-Trainern über den Weg laufen, wenn man vom Teufel spricht. Du bist ein Pokémon-Trainer. Ach, ich bin ein Pokémon-Trainer. Auch ich bin ein Pokémon-Trainer. Entschuldigung. Unsere Augen haben sich getroffen. Also müssen wir uns messen. Dieser Kampf verrückten Pokétrainer, die überall in der Landschaft rumstehen, die regen mich auf. Und dann auch noch einer, der Günther ist. Ey. Wieso gleich? Warum nicht gleich Karl-Heinz? Nein, Günther. Oder Gunther. Günther oder Gunther. Los, Chase. Ich habe einen Pokémon Chase genannt, aber das wisst ihr ja aus den vorherigen Folgen. Ich weiß nicht, wie viel ich heute komme, weil ich habe heute so ein bisschen Stress. Ja. Morgen geht's wieder ins Ebel im Auto raus. Ups, ich hab gerade verraten, wo ich arbeite in Würzburg. Ja, meine Empfehlung für Fiat oder Iveco, also in der Transporter oder Fiat Fahrzeuge, kriegt man eigentlich für einen wirklich guten Preis. Ersatzteile. Ja. Also morgen geht's wieder los mit der Fiat am Wochenende. Ja. Ich freue mich drauf. Ganz klar. Macht ja Spaß. War knapp. War ganz knapp. Du hast den verloren. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's saugefährlich. Für mein Chase und für mein Pokémon Chase und mich. Oh. Ach, sind Poké-Dollar. Danke. Entschuldigung, dass ihr immer die Maus seht, also echt hier aus dem Bild raus nehmen, dann jetzt manchmal endgültig daneben. Ja, das könnte schon das erste Game Over werden. Schon der erste
Ohnmachtsanfall. Meine erste Niederlage. Wenn es ganz blöd läuft. Mal schauen, ob ich schon einen Beutel habe. Ah, na toll! Göre Nadine. Ich hab gar nicht gewusst, dass meine Schwester im Spiel drin ist. Meine Schwester heißt ja Nadine. Trainerin ist. Ja, los, Chase. Los geht's. Ja. Das war wohl eine blöde Idee. Nichts, was uns gerade hilft, und das kann ich nicht einsetzen. Nein, aber es riecht mich auf sowas immer. Der DESMUME. Also ein DS-Emulator eigentlich. Das Mikro vielleicht nicht ganz da, wo es hingehört, dass ich mich nicht richtig gehört habe bisher. Egal, aber jetzt sitzt das Mikro wieder da, wo es hingehört. Jetzt sollte es eigentlich auch kein Problem mehr sein, mich richtig zu verstehen. Ja, und ich bin im Eimer. Hab ich's nicht gesagt. Chase wurde besiegt. Ich habe halt kein kampffähiges Pokémon mehr. Habe ein gekippt. Das ist die Poppe-Dollar Preisgeld. Ernsthaft, jetzt darf ich auch noch Kohle abgeben. Fabian fällt in Ohnmacht. Das war mir früher lieber, als man kein Preisgeld zahlen musste. Fabian rennt nach Hause und beschützt das erschöpfte und besiegte Pokémon vor weiteren Schäden. Solltest du dich etwas ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Unsere Mutter eben. Sehr gut. Und du und dein Pokémon sehen großartig aus. Professor Alba hat sich soeben bei mir gemeldet. Er erklärt mir, dass die Energie der Pokémon in KP gemessen wird. Falls dein Pokémon seine KP verliert, kannst du sie in einen Pokémon-Center auffüllen lassen. Falls du dich auf lange Reisen begibst, solltest du einen Vorrat mit Tränken von Pokémon-Supermärkten auffüllen. Lass mich stolz auf dich sein. Pass auf dich auf. Was für eine liebevolle Mutter. Total überheblich, wenn ihr mich fragt. Ihr merkt, meine Stimme geht schon wieder. Wird schon wieder leiser und ich werde schon wieder etwas missverständlicher. Also, man versteht mich schon wieder. Das schlechte und ja, genau. Wir haben gerade unseren ersten Kampf verloren und schon kommt das Pokémon, das wir zuletzt verloren haben. Als wir das Pokémon. Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Ich kann eigentlich ein Pokémon, das ist 7 gegen ein Pokémon mit Stufe. Das war der Controller. Ich kann den Controller fallen lassen vor Ärger.
Ich hoffe, ich nuschel nicht zu sehr und ihr versteht mich passend. Jetzt mal die Maus an den Controller runtergefallen ist. Jetzt den Controller wieder aufnehmen, dann nehme ich jetzt die Maus hier. Eigentlich laut, ich hoffe, ihr hört es nicht so. Durch das Mikro ist es nicht so laut ist mit der Maus. Sonst lege ich mir mal eine andere zu, wenn man hier das Mausklicken zu laut ist, dann hätte ich hier noch eine leisere. Von der von der Lautstärke. Jetzt habe ich es. Akustik, ja. Noch etwas leiser wäre. Wir gehen jetzt erstmal, machen uns wieder auf den Weg und müssen nochmal zum Kampf gegen diese blöde Pokémon-Trainerin antreten, die wir gerade eben verloren haben. Und die Nadine gleich nochmal zuschlagen. Genau. Ich glaube, ich komme heute in der Folge nicht mehr dazu, die nächste Stadt zu laufen. Ey, meine Güte. Wir haben schon 14 Minuten mindestens auf der Uhr, wenn nicht schon 15 Minuten. Ich habe ja die Uhr später gestartet als das Spiel. Weil das halt, Oh, Chaser Land. Was? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt von meinen Kopfschmerzen. Blubberer. Dann probieren wir doch gleich mal den Blubberer aus. Ist wohl nicht effektiv. Effektiver als das andere. Ja, okay. Jetzt halt nochmal. Da ist wohl die andere Attacke besser. Und wir haben dazu gelernt. Nein, haben wir nicht. Chase jetzt Blubberer ein. Ich fällt mir die Attacke, die ist gut. Verpasst zum Chase, für den Pokémon. Wenn ich von Chase rede, rede ich immer von einem Pokémon. Außer ich erwähne vorher einen anderen Namen. Oder eine Fernsehserie, dann geht's um einen anderen Chase. Aber das hatte ich euch ja, glaube ich, alles schon erklärt gehabt mit dem Namen, warum das Pokémon Chase heißt. Wie ich auf den Namen gekommen bin. Und was haben wir denn hier? Ein Shinux. Shinux. Oder sowas. Ihr könnt mir ja die richtige Aussprache mal unter. Wenn ihr mich korrigieren möchtet, versteht sich. Versuchen wir gleich mal zu fangen, aber vorher tun wir es mal schwächen. Mann, warum geht denn das heute so beschissen? Entschuldigung. Langsam. Ihr habt gemerkt, vielleicht ist das Projekt, wo ich so ein bisschen mehr reden kann. So
irgendwie mal dazu kommen, mit euch zu reden, wo ich dann die ganze Zeit stur nur Knöpfchen drück. Weil nur stur Knöpfchen drücken ist bei dem einfach nicht drin. 2 KP nur abgezogen. So ein Witz. Bälle. Ja, ich glaube, jeder weiß, was mit dem normalen Pokéball auf sich hat. Nicht fragen. Oh, jetzt arg. Drückt er ganz schnell. Jeder echte Pokémon-Spieler weiß warum. Hier scheint nichts, wurde ein Eintrag im Pokédex erstellt. Es ist ein Elektro-Pokémon. Größe 0,5 Meter. Okay. 50 Zentimeter, also bloß. Gewicht 9,5 Kilo. Ihre Vorderbeine stellen über die Muskeln Elektrizität her. Ah. Okay. Also sind die Beine anscheinend elektrisch. Bei Gefahr leuchtet ihr Körper. Okay. Bei Gefahr leuchtet ihr Körper. Nein, ich gebe dir keinen Namen. Ich hätte zwar einen Namen für dich, aber du hast ein anderes Pokémon. Und zwar kennt das jeder Pikachu. Scheiße. Ich komme heute echt nicht mehr dazu. Lass uns kämpfen. Und ich werde gewinnen. Du, das. Da mache ich mir keinen Gedanken drum. Das wird jetzt hier dringend. Noch ein Trainer, der mich heute wahrscheinlich platt macht. Logan. Der Herr Logan. Wenn ich ihn richtig ausspreche. Also ich muss sagen, in Perl hatten die Trainer teilweise interessante Namen und teilweise auch bekloppt, das Beispiel sehen wir später mal. Silberblick, was ist der Silberblick wieder? Achso, lässt bloß die Verteidigung sinken, okay. Hab's wild. Irgendwann trotzdem geplättet. Ne, wieder statt den Blubberer, weil ich fand das einfach ein bisschen effektiver. Und da machen wir jetzt Gedanken um. Ich hab grad kein zweites. Sonst sieht's jetzt schlecht aus für Chase. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht allzu viel mitgenommen. Das war das englische Zitat des deutschen Chase-Hundes aus der Serie Paw Patrol, der Kinder-Vorschulserie, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, die ich mir zuvor mal aufgeschnappt hatte. Du bist wow. Okay, wir haben gewonnen. Und er hat sich gleich mal rausgeredet mit du bist wow. Ja. Danke, dass du mich wow findest. Okay, ich überziehe heute ein bisschen. Wir haben eigentlich schon 21 Minuten auf der Uhr, aber trotzdem. Ein Zierpurze. Ein Zierpurze. Ein Zierpurze. Ja, was auch immer. Nein, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Nein, das war obwohl ich nicht genau. Genau. Weil mir ist das jetzt gerade etwas zu heikel mit meinem Pokémon, das ja nicht mehr ganz fit ist. Jubelstadt Route 202. Ja, gehen wir da, wenn sie in die nächste Stadt noch. Und treffen schon wieder auf Lucia. Hi Fabian, kriegst du Pokémon? Ich denke, du würdest dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du mehr fangen würdest. In Jubelstadt gibt es einen Trainer, eine Trainerschule, die nun, du weißt schon. Fabian, du solltest sie besuchen.
Da bekommst du für wertvolle Informationen. Ach ja, Simba ist auch zur Trainingsschule aufgebrochen. Und dann, mach's gut. Ja, und Simba ist halt, glaube ich, auch Begriff und Name. Inzwischen, wer meine alten Projekte von vor einem Jahr etwa kennt, der weiß, worum es geht, warum der mein Gegner oder Freund oder so weiter oder wie auch immer in dem Spiel, ich habe schon, muss ich zugeben, fast vergessen, Simba heißt dann mein Pokémon, warum das Chase ist, habe ich ja auch schon erklärt. Ihr kennt mich eben, ich bin und bleib nun mal ein Animationsfan im Sinne von Fernsehserien, Kinofilmen, hauptsächlich von DreamWorks und Disney, werden, obwohl Disney ich mehr bevorzuge und DreamWorks eher ein bisschen hinten dran hängt. Was für mich da die Filme angeht, gucke ich mehr Disney als DreamWorks, aber ja, egal. Ja, so viel zu mir und dieser ganzen Animations- und Zeichentricks-Gedöns, das ihr, glaube ich, inzwischen 100.000 Mal gehört habt von mir. Also, wir sind jetzt in Jubelstadt. Ich tue jetzt noch schnell speichern. Wo bin ich jetzt? Im Controller eigentlich nicht da. Da ist er. Speichern. Ich habe wirklich knapp 20 Minuten gespielt. Okay. Dieses Gedöns von Spielstadt überschreiben und so weiter. Das riecht mich auf. Sinnvoll wäre der Text nur gewesen, wenn man mehrere Spielstände bei Pokémon-Spielen erstellen kann, aber das geht ja nie. Deswegen ist der Text immer unnötig. Und jetzt mit dem Speicherbildschirm und jetzt wieder in Jubelstadt City. Jubelstadt sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Fabian 1997, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf das nächste Video, das je nachdem wie ich zeitlich dazu komme, dann hochgeladen wird auch. Pokémon Pearl Edition, ganz klar. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und nochmal, bis zum nächsten Mal. Euer Fabian 1997. Tschüss.